Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So wird es der Frank Höfer jetzt sagen. Jetzt sage ich es auch mal. Herzlich willkommen bei Nuviso, bei Steinzeit. Ich darf euch heute auf ein Thema sensibilisieren. Das geht uns natürlich alle an als medienkritische Menschen. Es geht um die GEZ, es geht um die Rundfunkgebühr, Beiabgabe, wie man auch immer das bezeichnen mag. Und dazu habe ich mir laut Internet eingeladen, den Verweigerungsstar schlechthin. Bei mir zu Gast heute im Studio ist Olaf Kretschmann und ich sage hallo, herzlich willkommen. Lieber Olaf, Danke, Robert, für die Einladung, für dass ich hier sein darf bei dir. ich bin ganz fasziniert durch deine Seite geschwebt die letzten Tage und habe geschaut, was du so alles machst. Das ist schon sehr erstaunlich, welchen Weg du da gegangen bist. Da gehen wir natürlich jetzt im Einzelnen drauf ein. Und du bist Jahrgang 69 in der DDR sozialisiert worden Ja. bis zur Wende. Da warst du dann 20 damals und hast halt jetzt als ja, Gesamtdeutscher mehr oder weniger die Welt mitgekriegt, wie sie sich so vor uns entfaltet. Und du bist ein Mensch, so wie ich dich kennengelernt habe jetzt, der seinem eigenen Gewissen folgt. Auch als junger Mann Ja. schon hast du gesehen, okay, Moment, Paroli bieten, das war so ein innerer Impetus für dich, so, ja. Gehen wir gleich ins Thema rein. Moment, Rundfunk, Widerstand, jetzt kriege ich es gar nicht hin. Das hilft mir bei deiner Ich helfe dir Seite, gerne. ja? Rundfunk, Beitrags, Sag's Widerstand.de. widerstand.de, jetzt Genau. habe ich es. Rundfunk, Beitrags, Widerstand.de Ja. ist deine Seite und da hast du natürlich deine ganze Arbeit veröffentlicht. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du zum einen diesen Weg gegangen bist, weil das ist ja doch nicht so Ja. einfach, sich gegen so einen omnipotenten Gegner anzulegen und gleichzeitig, dass du das Ganze dann öffentlich machst. Wie ist da dein innerer Antrieb? Also das hat einen gewissen Vorlauf gehabt. Also bin jemand gewesen, der immer Rundfunkgebühren bezahlt hat, 20 Jahre lang. Hab das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, wie es am Start war, nicht hinterfragt. Und das ist so ein Klassiker auch für mich im eigenen Erleben. Ab wann erkennt man ein Dogma? Ja, also an welcher Stufe fängt man an, Dinge zu hinterfragen? Und das ist bei mir insofern doppelt witzig in Anführungsstrichen. Ich bin eigentlich jemand, der Informationsanalyse betreibt, komme aus dem kommunikationstheoretischen Bereich, habe viel mit Kommunikation täglich zu tun und ich analysiere gerne, wie wird Information aufbereitet. Ne? Also wie wird ein Informationshappen präsentiert, egal wo. Und wie werden Dinge, sage ich mal, inszeniert? Hat auch mal eine tiefergreifende Ausbildung zu dem Thema, habe früh gelesen, Edward Bernays, Propaganda und so weiter. Und habe damals, als ich das gelesen habe, ich kann mich noch an den Dozenten erinnern, der hat gesagt, ihr müsst unbedingt dieses Buch lesen, also als eine positive Empfehlung, um zu verstehen, wie die Mechanismen sind und wie man das alles machen kann. Also gar nicht auf der kritischen Ebene, was für ein Werkzeug das auch auf gesellschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der Beeinflussung bedeutet, sondern auch eher auf der Ebene, also alle Werber lernen das, in Anführungsstrichen, Wie alt warst du, als du das Buch gelesen hast damals? ich habe das Buch erst relativ spät gelesen, ich glaube 91 oder 92. Ne? Okay, aber als junger Mann noch, so Na, mit. noch als junger Mann, also Ja, ich habe nochmal eine ja, zweite Ausbildung gemacht als Werber ja. und da war das im Kontext von Kommunikationstheorie, war das ein Baustein, zu verstehen, wie funktioniert Kommunikation auf der Ja. kommunikationstheoretischen Ebene, welche, sag ich mal, wichtigen Bücher sollte man zu dieser Thematik gelesen haben. Und einer dieser Kommunikationstheoretiker, der ein Dozent von uns war, der hat uns ins Herz gelegt, dieses Buch zu Edward lesen. Bernays. Edward Bernays, aber aus einer völlig anderen Perspektive heraus. Also nicht aus der Perspektive des kritischen Betrachtens dessen, was ist damit alles möglich, sondern eher aus einer positiven Sicht heraus, was ein Werbemann oder ein PR-Mensch machen kann alles. Aber der hat dir damit natürlich ein Werkzeug in die Hand gegeben, das dich maßgeblich geprägt hat. Wenn ich denke, wenn ich das mit 21 schon in die Hand Ja. bekommen hätte, dann wow. Ich habe das ja erst auch viel später, so mit Mitte 30 oder Ja. so, Anfang 40 vielleicht alles kapiert, Deshalb ja. sage ich, Dogma hinterfragen ist dann nochmal was anderes. Das eine ist dieses Beibringen der, sage ich mal, theoretischen Ansätze. Und jetzt kannst du das ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn du ein Buch liest, was dich sehr fasziniert hat und du liest es 5 Jahre später, kann es sein, dass du Sequenzen siehst, die du vorher nicht gesehen hast Klar, klar. oder eine völlig neue Deutung oder Wertung bekommen. Weil die Aufmerksamkeit beim ersten Mal ganz anders ist und auch die Exakt. Erfahrung. Ja. Das habe ich erst vor kurzem, habe ich wieder ein Buch zum zweiten Mal Ja. gelesen und dann, war das da wirklich? Ich weiß genau, was du meinst. Ja, und so ging es mir auch bei Edward Bernays. Also, wenn ich das heute lese, lese ich ganz andere Dinge heraus, als ich sie damals natürlich gelesen habe. Aber das hat mir sehr dabei geholfen, überhaupt kommunikationstheoretisch Dinge zu analysieren. Oder auch Schulz von Thun, wenn jemand das Thema interessieren sollte, der erläutert kommunikationstheoretische Modelle oder
Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit, kann ich auch nur jedem empfehlen. Okay. Das hilft dabei, seine eigenen Modelle, die man im Kopf hat, also wie funktioniert es eigentlich mit meinen Sinnen, Dinge zu interpretieren, daraus ein Modell zu bauen, was in mir eine scheinbare Realität schafft. Das hat mich immer schon fasziniert. Und ich kam aber nicht auf den Gedanken, logischerweise öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu hinterfragen, sondern bei mir war immer so die Frage, wie ist es möglich, dass Menschen sich dann verhalten zu einer spezifischen Sachverhalt? Milosevic ist so ein Thema, ne? Wie ist es möglich, dass alle Leute denken, das ist ein Diktator, ein Schlechter etc.? Genau. So, das kann durchaus so sein, aber dass nur dieses eine Bild von demjenigen möglich ist, dass das in allen eingepflanzt ist, ohne dass die Menschen sich detailliert wirklich, die haben weder ein Buch gelesen, die haben sich weder mit dem Menschen vielleicht tiefer auseinander oder mit ihm sogar gesprochen, wäre noch das Beste eigentlich mit ihm zu sprechen, um wirklich eine persönliche Perspektive zu bekommen zu einem Menschen, auch eine viel tiefer greifende Perspektive. Aber wie schaffe ich das, alles abzuschneiden und ich kann in dir ein Bild erzeugen? Das hat mich schon immer fasziniert. Und daher kommt das, dass ich nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinterfragt habe, sondern Medienaufbereitung mich fasziniert hat. Und im Kontext von Libyen-Krieg, also No-Fly-Zone-Einführung, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass nicht ein Großteil der Bevölkerung anfängt zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass die Leute es so sehen sollen wie ich, also, damit da kein Missverständnis verstehen, sondern wenn verkündet wird, es wäre gut, eine No-Fly-Zone, was ist, hört sich so friedlich, freundlich an. No-Fly-Zone. Da fliegt dann jetzt keiner. Ja, also wir zeigen auch keine Bilder von irgendwelchen Special Forces. Nein, zeigen wir alles. Wir zeigen immer Sandalen, Latschen, tragende Leute mit einer Kalaschnikow umherlaufen, auf zufälliger Weise einen frischen Toyotas, die durch die Wüste fahren. Und das sind die Rebellen und die befreien jetzt das Volk. Und wenn man aber tiefer geht in diese ganze Medienanalyse, was wird alles nicht gezeigt, was wird uns nicht erzählt? Ja? Auch der Platz der Revolution, wie wurde das umbenannt in Libyen? Wie passiert das, dass das zeitgleich auf Google der Name umbenannt wird? Also kann ich bei Google anrufen und sagen, bitte benennt mal den Platz um. Das wird auch noch in den Nachrichten gebracht und keiner hinterfragt, wie das technisch möglich ist. Also auch die Mechaniken dahinter. Und da habe ich mich gefragt, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich habe in meinem Umfeld gefragt, in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, da gibt es natürlich nicht so eine tiefe Auseinandersetzung. Das hat ja auch was damit zu tun, für was kann man sich begeistern. Ich kann mich eben sehr dafür begeistern. Und habe daran gesehen, dass ich dann auch angefangen habe, natürlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu checken, was geht da eigentlich ab in der Informationsaufbereitung. Und Syrien war eben das Paradebeispiel. Für mich ist es eine Copy-Paste-Strategie. Es gibt wieder einen Diktator, der blutig sein Volk unterdrückt. Das Volk weiß sich nicht zu wehren und braucht ausländische Hilfe, natürlich auch mit militärischer Unterstützung, sonst geht das gar nicht, um dann sich von dem Diktator zu befreien. Und Heimlich in Homs, eine Dokumentation, die mein Initialpunkt war, sich damit tiefer auseinanderzusetzen, war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, diese Doku, die in der ARD ausgestrahlt worden ist, war für mich ganz persönlich ein Beispiel für völlige Einseitigkeit, für Propaganda, für Manipulation, für, da kommt auch wieder das Wort vor, das Volk wünsche sich eine No-Fly-Zone. Ich dachte, hey, das ist kein, wussten die in Syrien, dass ich diese Vokabel dann benutze, weil sie in Libyen sind? Ist, ja, wie funktioniert das? Ja? Das Branding sozusagen. Genau, das Branding. Und auch dieser Kontext, was viele zu dem Zeitpunkt auch nicht wussten, was ich auch erst durch die Analyse rausbekommen habe. Heimlich in Homs, diese Doku, wurde uns in der ARD präsentiert. Ich habe noch damals Tagesschau geschaut, Tagesthemen. Weiß noch, Tom Bo hat es anmoderiert. Ja. Er hat erklärt, einmalige Bilder aus Syrien. Das müsse endlich die westliche Welt sehen. Und ich schaue mir das an. Nicht unter dem Vorbehalt, das könnte Propaganda sein, sondern ich schaue mir das wieder unter der Mechanik an. Wie wird das aufbereitet, welche Bilder und so weiter. Und ich hatte das schon mehrfach erzählt, habe dann das sehr analytisch auseinandergenommen. Also nicht nur einfach, das ist einseitig, sondern da gibt es bestimmte Schnittsituationen, wo man sagt, hier stimmt der Schnitt nicht. Oder also ich muss es mal anders sagen, du hast es nicht genau angeschaut, du hast es seziert wie ein Chirurg. Ja, jede einzelne Hautschicht auseinandernimmt, hast du diesen ganzen Bericht seziert und in einen geschichtlichen Kontext gestellt und auch technisch analysiert und so weiter. Um das so sehen zu können, braucht es natürlich auch ein gewisses Vorwissen und braucht es natürlich dann auch einen ganz geschärften Blick dafür. Konkrete Frage, hat der 11. September bei dir da etwas Maßgebliches ausgelöst? Weil für mich war das Wasserscheide-Ereignis. Also sprich, vorher ist das Wasser in die Richtung geflossen, ab dem Zeitpunkt in die Richtung. War das für dich damals auch schon oder hast du vorher schon diesen kritischen Blick gehabt? Also das Hinterfragen hatte ich schon vorher in mir wohnen.
Das ja. Hinterfragen ja. hatte ich schon vorher in mir wohnen. Vielleicht nicht in der Tiefe und der Schärfe, wie ich es mal betrieben habe, gar keine Frage. Mhm. Aber ich würde sagen, 11. September ist nur ein weiteres Beispiel, wie Inszenierung funktioniert. Ich lasse es völlig wertfrei, wie ist das Ereignis passiert, sondern mir geht es nur darum, das ist für mich der, da kannst du bei jedem das testen. Stell dir vor, es würde keine Bilder geben vom 11. September. Mhm. Es hätte nachts stattgefunden, ohne dass Kameras es eingefangen hätten. Wäre diese Dramatik möglich? Sie wäre nicht möglich. Niemals, weil das Trauma gefehlt hätte. Ja, und diese Synchronität, also das auch immer zu zeigen oder vielleicht auch etwas Offensichtliches zu zeigen, wo unser Geist in einen Zustand verwirrt wird, wie ist es möglich, dass diese Häuser zerfallen zu Staub? Mhm. Also das hat ja vorher noch nie jemand gesehen. Jetzt kann man natürlich sagen, das war jetzt ein physikalisch bestimmtes Ereignis und deshalb ist das passiert, aber noch nie hat jemand das in der Form so genau. gesehen und ich bringe alle live damit rein. Mhm. Ja? Und deshalb sage ich immer, ich lasse das völlig offen, was das dann tatsächlich ist, soll jeder für sich mhm. selbst herausfinden, was es bedeutet, aber du kannst dich immer fragen, dieses Ereignis sorgt dafür, dass Angst implementiert werden soll in deinem Kopf. Es geht nicht darum, dass man, also neben dem, dass man das verdammen kann, dass keine Gewalt stattfinden soll, das ist das eine, okay. aber die Reaktion darauf ist, diese Gewalt durch Gewalt zu vernichten. Mhm. Und auf einer menschlichen Ebene sehe ich das natürlich als kein Weg, der ja. humanistisch ist. Ja. Ja. Menschheitsfamilie ist immer so ein guter Begriff. Ich liebe das von dem Daniele Ganzer auch. Das der sagt immer, wahr. UNO-Gewaltverbot, Menschheitsfamilie, Punkt. Eigentlich darum müssen wir uns alle richten. Ja? Ja. Aber lass uns zurückgehen zu ja. dem eigentlichen Thema. Du hast dann irgendwie aufgrund von deiner Analyse von diesem ARD-Bericht ja. festgestellt, hier springt mir die Lüge mit dem Nackengesicht mit dem Nackenarsch ins Gesicht. Ja, so nach dem Motto. Ich sage es jetzt profan ausgedrückt, ja. weil es ist wirklich, wenn man das liest, dann sieht man einfach, wie manipulativ dieser Beitrag gemacht ja. war. Was hat sich dadurch dann an deinem Verhalten verändert oder welche Schlüsse hast du dann daraus gezogen? Ja, ich habe, das sieht man auch in diesem Beitrag von Heimlichen Homes, wo ich das auseinandernehme, ist ja auch noch heute einsehbar, dieses Thema. Ich hatte tatsächlich noch ein Stück diese Idee, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Vorgaben hätte, ja, so theoretische Vorgaben hätte, an die er sich zu halten hat. Yeah. Ja. Ich weiß natürlich auch aus dem kommunikationstheoretischen Aspekt, dass es gibt kein Messinstrument, wo du sagen kannst, oh, heute wieder Propaganda in starke 10. Also, das weiß man eben halt nicht oder ja. kann man nicht messen, sondern mhm. das ist ja durch den Rezipienten ein subjektives Erfahren auf Basis seiner eigenen Werte, die er hat. Mhm. Aber für mich war es offensichtlich, dass es eine Divergenz gibt zwischen dem, was der Rundfunk von sich aus behauptet, was er tut, und dem, wie ich es selbst erlebe. Mhm. So, und diese kognitive Spannung, die ich in mir hatte, habe ich gesagt, also schon mit Heimlichen Homes, das in die Öffentlichkeit zu transportieren. Ich weiß, wie viel Sorgen es in meinem Umkreis gab, zu sagen, mach das auf keinen Fall, mach das auf keinen Fall. Bring das nicht raus, bring das auch nicht in dieser Dezidiertheit raus. Mhm. Ja? Weil das wird ein Problem erzeugen. Ja, es wird einfach so. Aber mir war klar, nee, ich möchte gerne aufzeigen, es ist für mich offensichtlich. Muss nicht für andere offensichtlich sein, aber für mich ist der Kaiser nackt. Und ich nehme es nicht mehr hin, dass der Kaiser nackt ist. Ja. Und im Kontext von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das war 2012, gab es noch die Rundfunkgebühr. Ja. Und ich war, muss ich gestehen, hatte ich noch dieses Ding, du musst die Rundfunkgebühr nur entrichten, wenn du ein Rundfunkempfangsgerät zum Rundfunkempfang bereithältst. Ja. Mach den mutigen Schritt, schalt deine Rundfunkgeräte ab, bring sie weg, entsorg sie. Ja? Also das wäre die Konsequenz, wenn ich sage, ich kann das nicht mit unterstützen. Und stelle in dem Moment fest, wo ich das machen will, zum Thema Gesetzgebung auseinander, ab 2013 wird Zwang geben. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, Zwang? Hat das Volk sich selbst den Zwang auferlegt? Wie funktioniert das? Dass niemand merkt, dass ab 2013 alle gezwungen werden, das wird natürlich anders verpackt, es gibt ja. völlig andere Vokabeln dafür, dass man dann sagt, hey, das ist jetzt solidarisch. So, und das erinnert mich natürlich immer an DDR, gab da auch da das wunderbare Solidaritätsprinzip. Aber Solidarität heißt, dass ich aus dem Herzen es freiwillig tue. Das ist für mich echte Solidarität. Ja? Bezogen auf, wo ich sehe, auch im Medienkontext kann es gerne so sein, dass man sagt, solidarisch, ja, unterstützen wir das gemeinsam, gar keine Frage. Aber niemals Zwang. Ja? Ich hatte schon in einem anderen Format gesagt, 90 Jahre lang war es für jeden frei, möglich zu entscheiden, will ich Rundfunk haben, ja oder nein.
Auch in der DDR konnte ich entscheiden, nein, will ich nicht, muss ich keine Abgabe zahlen. So, und man würde ja sagen, aus meiner Sicht, stell dir mal vor, es würde ein Land geben, wo jeder gezwungen wird, der wohnt, eine Abgabe an das Rundfunksystem zu entrichten. Da würde man sagen, das ist eigentlich diktaturähnlich. Mhm. Ja? Und ich habe angefangen, das zu hinterfragen, habe versucht, jeden Aspekt, der rundfunkrechtlich, den ich überhaupt erfassen kann. Ich bin kein Jurist, sondern ich habe geguckt, so der Standard, wie mache ich jetzt Recherche? Ja? Wie fange ich an? Und da hatte ich die Information, ja, es gibt im Rundfunkrecht gibt so eine Bibel, die nennt sich die Bäckchen-Kommentare des Rundfunkrechts. Ist ein dicker Schinken, hätte ich heute mal mitbringen sollen. Ist ein ganz dicker Schinken, über 2000 Seiten stark. Und da sind die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen des Rundfunks definiert drin. Und da wird jeder Satz seziert, wie er zu deuten ist. Also das gibt es in jedem juristischen Kontext, auch in der ZPO, zu jeder Gesetzgebung gibt es die sogenannten Kommentare. Mhm. Und so gibt es auch zu den rundfunkrechtlichen Rahmenbedingungen solch ein dickes Standardwerk. Und da kannst du jede Interpretation, woher kommt sie historisch, wie ist sie einzuordnen. Und der Hammer ist, ich gucke mir vorne die Autoren an des Buches und die Hälfte der Autoren sitzt direkt beim Rundfunk. Das heißt, der Rundfunk legt fest, wie die juristische Deutung dessen ist, wie die juristische Regelung zu interpretieren ist über den Rundfunk selbst. Mhm. Das wäre, also das ist ja eigentlich völlig verrückt. Es wäre so, als wenn die Lobbyisten der Chemieindustrie, der Autoindustrie ihre eigene Gesetzgebung interpretieren, wie diese zu deuten ist. Mhm. So, und das ist natürlich ein Standardwerk für Anwälte, für Richter etc., Rundfunkrecht an sich zu deuten. Und ich habe angefangen, das Ding zu lesen. Ja, ich wollte einfach verstehen, okay, wie ist die offizielle Deutung, wie ist das einzuordnen? Daher auch dieses Thema nicht juristisch oder nicht justiziable Akte, wenn du Propaganda oder Lügen oder sonst etwas entdeckst, hast du Pech gehabt. Kannst du dein Programmbeschwerde machen, das war's. Und ich habe mich reingefräst in dieses Ding und fing dann auch an, die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu hinterfragen. Dieses beste Beispiel, Rundfunk, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Großteil, wirst du es wahrscheinlich wissen, stellt das Rundfunkprogramm gar nicht selber her. Es hat lauter Produktionsfirmen, die gewinnorientiert arbeiten. Mhm. Wie verrückt ist das denn? Also es ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, die die Aufgabe hat, den Rundfunk herzustellen. Und die ist nicht selbst in der Lage, den Rundfunk zu realisieren, sondern sie gibt Aufträge an privat gewinnorientierte Unternehmen, mhm. das zu machen. Anne Will, super Beispiel für mich. Ja. Produziert ihre eigene Sendung. Produziert ihre, hat eine eigene Firma und die eigene Firma macht 1,6 Millionen Gewinn pro Jahr. Pro Jahr. Das heißt, da ist ihr Gehalt schon abgezogen von dem Gewinn. Ja, so, da weißt du, also nicht, dass ich ihr das nicht gönne, sondern es geht nur um das Prinzip. Das heißt also, die Akteure, die von diesem Riesentrog partizipieren, von diesen 8 oder 9 Milliarden, wenn man noch die weiteren Milliarden mit dazu zieht für den Rest, den der Rundfunk braucht, war für mich klar, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also wenn ich mir anschaue, die politische Struktur, den Lobbyismus, wie das Ganze etabliert wird. Ich hatte vorher keinen Plan von der Gesetzgebung. Ja? Wie sind die einzelnen Stufen der Gesetzgebung? Wie läuft das hinter verschlossenen Türen? Hatte ich keinen Plan davon. Mhm. Hatte keinen Plan davon, wie wird irgendwie so ein Mensch wie ehemaliger Bundesverfassungsgericht, der Paul Kirchhoff, damit involviert in diesem Prozess? Hatte ich keinen Plan davon. Ja? Hatte keine Ahnung davon, 2013 oder 2012, habe ich eine offizielle Anfrage an jeden Intendanten gestellt, was er verdient. Das war damals noch nicht bekannt, so wie es heute ist, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Da gab es erst Irritationen, so nach dem Motto. Ja. Dann gab es eine Hauptreaktion von der ARD, dass gebündelt diese Informationen durch die ARD-Pressestelle beantwortet werden. Man hätte mich beruhigt, so nach dem Motto, ja, das können wir nur zentral und wir müssen mal gucken, wir arbeiten gerade an einem Transparenzprojekt, um das zu ermöglichen. Und da sage ich, nee, es ist doch eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Ich muss doch wissen, ja. Ich zahle euch doch. Genau, ich muss doch wissen, wohin das Geld fließt, wer das Geld bekommt, in welcher Dimension. Später hat dann der Spiegel in einem Special das mal veröffentlicht, ja, wo ich dann gesagt habe, ach, so kurios, dann kommt man auf die Idee, mit dem Spiegel zu kooperieren, um diese Zahlen dann mal später zu veröffentlichen und heute so zu tun, als wenn man da transparent wäre. Mhm. Ja. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt gab es keine Zahlen. Auch dieses ganze Thema, wie diese, sag ich mal, Involvierung ist. Und für mich war klar von dem Zeitpunkt an, wenn 2013 der Zwang kommt, wenn das so wirklich durchkommt, oder es war ja klar, weil der Gesetzgebungsprozess war abgeschlossen, das wird kommen,
dann kann ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Dann verweigerst du sozusagen. Ja. Genau, dann verweigere ich. Mhm. Das ist ja eine Anlehnung an was ganz anderes. Das hieß es ja früher bei der Wehrpflicht, ja. Wenn man gesagt hat, man kann aus Gewissensgründen keinen Dienst an der Waffe tun, ja. Dann verweigerst du. Und du hast dann quasi für dich entschieden, du kannst nicht länger ein System finanziell unterstützen, das an solchen offensichtlichen Lügen oder an Propaganda beteiligt ist. Ja, auch, also das eine ist, jetzt kann man sagen, ist die Programmqualität und dem, wie ich Programm, sag ich mal, für mich selbst interpretiere. Aber das andere ist auch die Struktur. Ich kann nicht befürworten, dass ein Intendant 400.000 erhält im Jahr. Also ja. Das kann ich nicht befürworten, wenn gleichzeitig er noch, was die wenigsten wissen, der bekommt ja nicht 400.000 als Gehalt, das ist das eine. Das andere ist, er hat zeitgleich 500.000 Euro erhalten für seine Barrücklage, für seine Pension im selben Jahr. Und diese Pensionsrücklage ist über 4 Millionen. So, und das soll also jemand finanzieren, der gleichzeitig, angenommen, du wärst jetzt Geringverdiener, ja, hast kein Rundfunkempfangsgerät. Und dann finanziere ich das? Nee, also für mich war klar. Okay, verstehst du, also es ist mehr als das. Ich kann die Gesamtstruktur mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja, ich verstehe. Ja. Du hast ja seitdem sehr, sehr viel Mühe gemacht, diesen Kampf, oder ich sag mal, diesen Weg zu gehen, so wie ich dich kennengelernt habe, ist es kein Kampf für dich. Das Nicht-Kampf-Prinzip von, das ist, glaube ich, etwas, was dir tief innen drin liegt. Und trotzdem merke ich, wenn ich auf deiner Seite surfe, dass ich dann natürlich da schon sehe, oh mein Gott, da steckt aber sehr viel Reibung drin. Ja? Und ich möchte es gerne mal visualisieren. Gerne. Indem ich das Organigramm zeige, oder ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen mag. Du hast auf deiner Seite den aktuellen Stand des Klageverfahrens Olaf Kretschmann gegen die Rundfunkbeitragspflicht. Und damit man das versteht, was das ist, also es fängt an mit der Nummer 1, den offenen Brief an die Intendantin. Das ist im Prinzip mein Befreiungsantrag. Vom 31.12. ja. Und dann sieht man, was danach kam, Nummer 2 und Grün, das sind die Schriftstücke, das, was du eingereicht hast. Und dann kommt Rot, Stellungnahme. Rot ist dann immer vom Rund, also das RBB ist zufälligerweise auch rot, seine Leitfarbe, insofern passt das wunderbar. Rot ist die Antwort jeweils dann vom RBB, also oder von der Rundfunkanstalt. Grün, wieder gesagt, wieder eine Reaktion von mir. Dann wieder, das kann man dann alles, wenn du möchtest. Beitragsbescheid, dann kommt Untätigkeitsklage, dann kommt Widerspruch, dann kommt Aufforderung, genau. Widerspruchsbeistand, Feststellungsklage, Verfahrenskosten, Stellungnahme und so kann man das wirklich gut sehen. Das ist wie so intellektuelles Schach, was da gespielt wird. Eine Zug, dann kommt der nächste Zug. Und wir sind jetzt sage und schreibe mittlerweile im Jahre 2020 angelangt und beim Vorgang insgesamt Nummer 33, das war letztes Jahr am 12. März 2019, Verfassungsbeschwerde. Und jetzt ist ausstehend die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts BVG. Ja. Also das ist natürlich dann schon eine ziemliche Nummer, wenn ich sage, okay, wow, also das muss man erstmal, die ganze Arbeit, die da drin steckt, das muss man ja erstmal alles aufbringen. Also wie kommt da diese, wo nimmst du die Energie her, sag mal? Also für mich ist es immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hilft es sehr. Also das war ein ganz einfaches Ding. Als ich angefangen habe, mich dazu zu entscheiden, machst du es öffentlich oder nicht? Ich hätte es ja nicht öffentlich machen müssen. Es gibt viele Leute, ganz viele Menschen, die gehen genau den gleichen Weg, wie ich das mache, gehen auch vielleicht auf völlig unterschiedliche Arten ihren Widerstandsweg. Ja? Sie machen es aber nicht öffentlich. So, und ich habe mich dazu entschieden, ich weiß, dass ich ein Dogma in Frage stelle. Yeah. Und das Dogma in Frage stellen braucht mehr Energie, damit es, sag ich mal, ein Stück aufbrechen kann, dass mehr Diskursraum entsteht. Und ich habe eines vermisst, als ich gestartet habe. Eines. Gibt es jemand, der mir zeigt, dass ich was Vergleichbares sehe, dass ich mal eine Timeline sehe, was passiert, wenn jemand sich nicht gesellschaftskonform verhält, weil er für sich irgendwas erkannt hat. Das kann in einem völlig anderen Bereich sein, das muss gar nicht Rundfunk sein, das kann in einem völlig anderen Bereich sein. Viele Leute haben Angst. Ich weiß in meinem Umfeld, jeder, der überlegt, na, ich gebe lieber den Rundfunkbeitrag, zahle ich, bevor ich mich mit dem System anlege. Und ich habe gesagt, was würde dir denn dabei helfen, wenn jemand das mir zeigt, wie es geht, oder was, ich habe Angst vor dem System, was dann passiert. Dann sage ich, yo, top, das ist diese schöne der Sozialisierung. Ja, ich habe zwei Software-Systeme wurden mir aufgespielt. Ja, das DDR-Software-System wurde mir aufgespielt und das bundesrepublikanische Software-System wurde mir aufgespielt. Und
beide haben immer behauptet, wir sind die Richtigen. Ja? Und das ist natürlich eine tolle Steilvorlage dafür, dass du sagst, okay, es sind nur zwei Softwaresysteme, mehr nicht. Es sind nur zwei Softwaresysteme. Das heißt, check einfach aus, mach alles mal transparent. Mach jeden Schritt, auch wenn du einen Fehler machst, anyway. Ja? Geh einfach, mach jeden Schritt öffentlich. Ich wusste nicht, wie sich das entwickeln wird, muss man dazu sagen. Ich habe aber gedacht, es ist ehrlich, auch dem Herzen gegenüber, deshalb auch dieser erste offene Brief, den ich an die Intendantin damals geschrieben habe, an Dagmar Reim. Ich habe sehr ausführlich ihr meine Gewissensnot dargestellt. Ja? Du bist auch nicht anklagend in deinen Schriftstücken, sondern eher versöhnend und versuchst, du wirbst um Verständnis und sehr, also sehr nett geschrieben, in Anführungszeichen. Okay. Also überhaupt nicht anklagend oder in keiner Form. Ja, also weil ich wirklich aufzeigen will, dass es verständlich, also du musst dir vorstellen, ich kann mir gut vorstellen, dass es für einen Rundfunk schwer ist. Mhm. Also stell mal vor, du arbeitest beim Rundfunk, bist jetzt so ein Intendant und gehst davon aus, ja, wir leisten hier einen gesellschaftlichen Beitrag und jetzt kommt einer um die Ecke und sagt, ich habe einen Gewissenskonflikt. Dann ist es für mich nachvollziehbar, dass wir sagen, wie jetzt, geht doch gar nicht. Mhm. Ja, wie jetzt, ja, warum jetzt auch überhaupt ein Gewissen, gefällt ja das Programm nicht, was ist jetzt das Problem und wir müssen noch in der Gemeinschaft und so weiter. Mhm. Und deshalb habe ich mir auch die Mühe gegeben, in der Tiefe darzustellen, woher diese ehrliche innere Gewissensnot entsteht und zeige auf jeden einzelnen Schritt, damit auch für viel, das hilft einfach ganz vielen Menschen scheinbar, nicht selber gleich den Weg zu gehen, aber selber zu sehen, wie funktioniert denn eigentlich strukturelle Gewalt? Mhm. Ja, also für mich ist immer eine Top-Empfehlung, was jeder lesen sollte, das Milgram-Experiment. weil man dann einfach sehr gut versteht, wie ist es denn eigentlich möglich, dass ziehen die das jetzt durch? Ja, also das ist auch sehr schön zu erleben. Es hat noch niemand diesen Weg so, zu diesem Zeitpunkt, als ich damit gestartet bin, ist niemand so den Weg gegangen. Oder mir ist zumindest kaum einer bekannt, der das auch so gemacht hat. Und es ist klar, dass dich niemand versteht. Niemand versteht dich, wie jetzt Gewissenskonflikt. Ja? Da könnte auch jeder um die Ecke kommen mit jetzt einem Gewissenskonflikt. Ja? Und da sage ich, ja, aber frag dich doch mal, angenommen, dieses Grundgesetz hätte irgendwie ein Regelwerk für unsere Gesellschaft als Basis, angenommen, dem wäre so, dann gibt es Artikel 4, da steht drin, dass die Gewissensfreiheit gewährleistet wird. Mhm. So, und was ist denn dieser Satz wert, bezogen auf eine innere Gewissensnot, die entsteht durch strukturellen Zwang. Nicht, weil ich persönlichen Konflikt mit jemand habe oder so, sondern durch strukturellen Zwang, der, sage ich mal, durch so eine Gesetzgebung zum Beispiel passiert. Ja? Kann ich das durchsetzen, ja oder nein? So, mir war klar, alle haben gesagt, das ist völlig naiv, Olaf, was du machst. Völlig naiv. Ja, also so bezogen darauf, hier mit Artikel 4 um die Ecke kommen, mit Gewissensnot. Ich weiß, dass natürlich im Kontext von Kriegsdienst das nochmal eine andere Dimension ist. Also Gewehr in die Hand nehmen, einen Menschen töten und so weiter, das ist eine völlig andere Dimension. Aber es hat genau dieselbe Grundschwingung, dass wenn die Not wirklich da ist, warum darf ich, also ich bringe sie einfach zum Ausdruck, frage die Rundfunkanstalt, hallo, es gibt so eine, und da jetzt detailliert juristisch einzugehen, es gibt bei euch eine Härtefallregelung. Härtefall, das Wort ist unspezifisch und für mich ist es eine ganz klare Härte. Ihr habt mich zu befreien. So, und da sind die natürlich erstmal überfordert gewesen. Ja, die haben gesagt, nee, gibt's so nicht, geht so nicht. Ja? Und ich habe gesagt, nee, ich bleibe da dran. Also ich will klären, ob man gegen sein Gewissen gezwungen werden kann oder nicht. Ja, und deshalb eben dieser, ich wusste nicht, wie lang das geht. Ich hatte ja keinen Plan, wie lange das dauert. Mir wurde auch später erst bewusst, so nach dem Motto, was erzeugt denn das an Kosten und ist das überhaupt möglich? Sondern ich hatte nur die Idee, was ist, wenn du dich auf den Weg machst, um das zu klären? Ja, und meine Intention war, ich gehe jetzt diesen Weg. Okay. Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Also jetzt Anfang 2020, immerhin 5, 6, wie viele Jahre? 7 Jahre. Jetzt? 7 Jahre jetzt bist du jetzt schon dran. Ja. In der Rückschau auch, würdest du es nochmal machen, wenn du gewusst hättest, wie lange das geht? Auf jeden Fall. Also ist es für dich ein Hobby geworden, sondern schon so eine Passion? Nee, gar nicht, sondern es hilft mir, meinen Bewusstseinsraum zu erweitern. Unglaublich. Also was ich lerne über den juristischen Aspekt, ja? über strukturelle Gewalt. Du wächst an dieser Aufgabe, man kann es durchaus als Wachsen bezeichnen. Für mich ist es so, dass sich viele neue Dinge erschließen, die habe ich vorher so nicht gewusst. Und die helfen mir einfach dabei, viel achtsamer und viel bewusster auch das Leben zu leben. Ja? Also diese Auseinandersetzung hilft dir dabei. Also ich sage das immer zu jedem, wenn du etwas weißt, was in dir, also angenommen, du hättest irgendein
Sachen an, von denen du wüsstest, da haben irgendwie Kinderhände zusammengenäht, blutig. Und du wüsstest das. Ja, würdest du dann anfangen zu sagen, ja, diese Ware kaufe ich nicht mehr. Oder blende ich es aus, weil es günstig bei irgendeinem Anbieter ist. Und so ist dieser erste Schritt, der herzbezogene Schritt, wo ich immer sage, wenn du das in deiner inneren Erkenntnis hast, da habe ich das Schöne, dass die Energie in mir wohnt, das einfach realisieren zu können. Klamotten als Stellvertreter für Kriegspropaganda. Na, weitergegriffen. Also hinterfrag alles. Woher kommt dein Essen? Woher kommt deine Ausbildung? Ja, also dieses Software aufspielen. Warum bist du, also immer diese Grundsatzfrage, die ja nie in der Schule gestellt wird, warum bist du hier? Warum bist du in dem Bewusstseinszustand da, in dieser physischen Manifestierung? All die Fragen werden ja nach meinem Kenntnisstand nicht in der Schule irgendwie bewerkstelligt. Aber das sind grundlegende Fragen, warum der Mensch ein Mensch oder sein Menschsein hier leben kann. Und den Dingen gehe ich eben nach. Und dieses Thema ist, würde ich sagen, nur ein Symptom der Gesellschaft. Der Beitragszwang ist nur ein Symptom, wo ich mich einfach dazu entschlossen habe, Olaf, geh das einfach diesen Weg, geh den mal. Egal, was daraus sich entwickeln wird. Egal, was sich daraus entwickeln wird. So, und ich würde das gerne, also viele fragen mich auch in meinem Umfeld, ja, was ist denn dann der Sinn oder der Zweck denn zum Schluss? Na, es könnte ja sein, hallo, wird alles abgeschmettert. Ich sage immer schon, ein schönes Beispiel ist, 2013 habe ich meine Klage eingereicht. Ja? Also es braucht ja einen gewissen Vorlauf, das sieht man auch in dieser langen Matrix, also wie viele Schritte man das da braucht. Auch der Rundfunk hat sich erstmal gewehrt, mir einen sogenannten Widerspruchsbescheid auszustellen. Ganz kurios auch beantwortet, du musst dir vorstellen, ich habe vorher meinen gesamten Dialog nur online gemacht, elektronisch. Also die Intendantin, ich hatte die E-Mail von der Intendantin, habe ihr immer meine Sachen übertragen und der Rundfunk hat mir auch immer geantwortet. Insofern gehe ich davon aus, dass das ein interaktiver Dialog ist. So habe ich auch meine Widersprüche geschrieben. Ich habe meine Widersprüche als offenen Brief formuliert. Das war eine E-Mail an die Intendantin persönlich adressiert. Und der Rundfunk behauptet, das wäre nicht der richtige Zugangsweg. Sie hätten alles, ja. Aber es ist nicht ordnungsgemäß zugestellt gewesen und deshalb hätten sie mir keinen Widerspruchsbescheid ausgestellt. Und den musste ich erst einklagen. Okay. Also verstehst du, damit ich überhaupt den Klageweg gehen konnte, musste ich mir den erstmal einklagen. Das Gericht war da an der Stelle recht fix und hat gesagt, hey, hier liegt doch alles vor, was habt ihr hier? Und der ABB hat auch sofort reagiert, hat sofort einen Widerspruchsbescheid erstellt. Und dann funktioniert es so, 2013 meine Klage erhoben. Und dann muss ich warten auf die Verhandlung. Dachte, normalerweise, wenn ihr rucki-zucki abverhandelt, Viertel, halbes Jahr, dauert das im Schnitt, dann wird so ein Verfahren abgehandelt. Und es passierte einfach nichts. Und es passierte nichts, Und dann hat man ein anderes Verfahren genommen. Das war so Ende 2014 zu 2015. Und da war in einem Nebenaspekt Gewissen drin, in einem Nebenaspekt. Also da ging es auch um das Thema Rundfunkbeitrag. Und das wurde abgeschmettert. Und dieses Urteil hat man mir übertragen. So haben wir schon verhandelt. Ja, wollen Sie Ihre Klage zurückziehen? Dann sage ich, hier, das ist ein Nebenaspekt. Das geht gar nicht in der Tiefe. Haben sich meine Klage angeschaut. Und dann wussten sie, beim Verwaltungsrecht hat man noch eine unglaubliche Chance, die es sonst so nicht gibt. Du kannst dich selbst verteidigen in der ersten Instanz. Du kannst da alleine ohne Anwalt sein. Kannst deinen Sachverhalt vortragen, ob du das jetzt juristisch genau machst oder so, spielt alles keine Rolle. Aber es generiert auch keine Kosten für dich dann in dem Moment. Ja, es generiert einmalig Schuldkosten, also ein Verwaltungsverfahren in der untersten Instanz. Das Gericht legt den sogenannten Streitwert fest. Der ist meistens die Höhe des Festsetzungsbescheides. Problematisch ist aber, wenn du generell die Befreiung begehrst, dann hast du ja nicht eine Höhe von einem Festsetzungsbescheid, sondern du willst ja die generelle Befreiung. Also wird das natürlich etwas potenzierter. Und auf Basis dieser, sag ich mal, Definition des Gerichtes, kannst du davon ausgehen, je nachdem, wie das Gericht das einschätzt, liegt das bei 105 Euro im Schnitt. Also die müsste man investieren, wenn man so ein Klageverfahren selber gehen möchte. Ja, aber kein Anwalt, weißt du, und das sind ja dann die Kosten eigentlich. Genau, so. Und du kannst dich da selbst verteidigen. Und mein Verfahren war dann im August 2015 und das war insofern ein sehr spannender Moment, auch für mich. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Menschen da auf einmal, also bei so einem Verwaltungsgerichtsverfahren normalerweise sitzen 2-3 Leute. Ja, also da geht es die Verwaltungseinheit, sitzen da zwei, drei Leute, logischerweise, und dann sitzt der Betroffene. Wen soll es denn sonst interessieren? Weil irgendeine Bescheidausstellung nicht korrekt war oder sonst was. So, bei mir war Full House. So, die mussten extra den Sitzungssaal umlegen. Die hatten mehrere Verhandlungen hintereinander wegen Rundfunk. Meine war dann auch sollte dann auch abfolgen. Dann haben die festgestellt, das sind viel zu viele Leute, die kriegen wir hier nicht in den Raum, mussten den größeren Raum nehmen. So, und das Abgefahrene, das kommt später, gibt es bei anderen Verfahren, gibt es das nicht nochmal so in der Form.
Die Gerichte, also die Urteile, die du heute hast zu demselben Thema, sind ich nenne sie Copy-Paste-Urteile, weil sie einfach Bausteine von anderen Urteilen übernehmen, damit man nicht noch lange eine Begründung sucht. Da ist schon entschieden worden, das übernehmen wir und das kann man so machen. So, bei mir war es ja relativ frisch. Und der Richter hat tatsächlich, das ist jetzt nur sinnhaft wiedergegeben, aber es kann jeder nachlesen, wie es genau formuliert ist, der schreibt tatsächlich rein, also so nach dem Motto, Gewissen geht alles nicht, darf man nicht, also spielt auch keine Rolle und so weiter. Das muss dann natürlich abgewiesen werden, aber da steht ein sehr interessanter Satz drin. Da steht drin, wenn jeder mit dem Gewissen kommen würde, oder wenn man das zulassen würde, so noch, wenn man das zulassen würde, wäre die Finanzierung des Rundfunks in Gefahr. Ach, sieh mal einer an. Ja, so, das würde, glaube ich, sich heute niemand trauen, nochmal so in der direkten Form zu schreiben. Deshalb bin ich dankbar, dass es das auch mal richtig in einem Urteil manifestiert so gibt. Und ich konnte mit dem Richter auch relativ offen darüber sprechen. Er hat gesagt, nee, das ist hier alles nicht möglich und es macht gar keinen Sinn, dass sie weitergehen in die nächsten Instanzen. Und dann kann so ein Gericht hammerhart die sogenannte Revision verweigern. Also nach dem Motto, das ist alles so sonnenklar, was wir hier verhandelt haben, das macht keinen Sinn. Und dann musst du einen sogenannten Revisionsantrag stellen, dass du in die nächste Instanz kannst. Das kannst du nur machen mit deinem Anwalt, musst du innerhalb von 4 Wochen auch regeln. Und jetzt find mal jemand einen Anwalt. Der sich da auskennt. Ja, also für Rundfunkrecht oder Verwaltungsrecht findest du relativ schnell jemanden. Zum damaligen Zeitpunkt waren ja auch alle so euphorisch wegen, ach, das ist ja noch nicht entschieden und das ist bestimmt eine Steuer, eine verkappte. Und ich habe gleich gesagt, nee, bei mir geht es um Artikel 4, ich brauche einen Verfassungsrechtler. Da habe ich ziemlich bekannte Persönlichkeiten angefragt. Ja. Ich hatte ja auch keine Ahnung, ich habe ja nicht jetzt so in meinem Freundeskreis Staatsrechtler, so nach dem Motto, mache ich ja Artikel 4, kein Problem, ja, ziehe ich für dich durch. Und ich habe die kuriosesten Absagen bekommen. Auch eine der Top-Absagen war, Herr Kretschmann, tut mir wirklich leid, ich beobachte spannend schon immer ganze Zeit Ihren Fall, aber ich kann momentan Ihnen leider nicht helfen. Aha. So, und habe dann aber jemand gefunden, der mit dem ich einen sehr guten Weg gehen konnte, für den war das auch schwer zu erschließen. Also der hat gesagt, Artikel 4, wollen wir das jetzt hier wirklich durchziehen? Wollen wir nicht andere Sachen nehmen, Informationsfreiheit und so weiter? Ich sage, bei mir ist nur, es ist das Gewissen. Es geht nicht darum, andere Aspekte, mir geht es auch nicht um Steuer oder Beitrag, spielt gar keine Rolle. Freiheit des Gewissens als höchstes Gut. Genau, ich kann diese Gesamtstruktur nicht unterstützen und so weiter und bin mit ihm, dann muss man einen sogenannten Revisionsantrag stellen beim Oberverwaltungsgericht, das haben wir getan. Und das, was ich dann auch kennengelernt habe, das nenne ich immer auch die Macht der strukturellen Gewalt ist, was kann jetzt so ein Gericht machen? Es kann dich in der Luft hängen lassen. Und zwar auf eine sehr clevere Art, ohne irgendeine Reaktion. Also du kriegst gar keine Reaktion. Ja, also du weißt, wenn nicht reagiert wird, ist nichts entschieden, in keiner Richtung. Ob wir die Revision annehmen oder nicht annehmen, spielt alles keine Rolle. Ich lass dich hängen. So, und normalerweise ist es so, dass das maximal ein Jahr, anderthalb Jahre nach meinem Kenntnisstand vonstatten geht. Aber das Gericht hat sich nicht gekümmert, also wir haben dann auch sowas gemacht, das nennt sich dann Rüge. Ja, dass du dann sagst, wird doch mal Zeit, dass ihr, ne? Nicht so nach dem Motto, wir haben uns so viel Mühe gegeben, hilft ja auch mal ein Feedback, wenn ihr sagt, wie lange dauert es, vielleicht habt ihr so viele Fälle, die ihr gerade entscheiden müsst, ja, kann ja auch sein, dass ihr, oder viele Richter krank sind, also es würde mir ja auch ein Excuse helfen, also irgendeine Entschuldigung, um zu sagen, daran liegt es nichts, gar nichts, sondern das Gericht hat, so nehme ich es heute an, einfach gewartet, was macht das Bundesverfassungsgericht. Es hat einfach das schwebend gehalten die ganze Zeit. Ja, 2015, 2016, 2017, 2018. Und dann kommt das Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo dann steht, es spielt keine Rolle, ob du ein Rundfunkempfangsgerät hast. Und es spielt eine individuelle Rolle auch keine Rolle, ob du das willst oder nicht willst. Du wohnst und hättest die Möglichkeit damit, Rundfunk zu empfangen. Und schon sind die Bedingungen erfüllt. Ja. Nun sagt sich das Gericht schon aus dieser Logik heraus, hey, Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Ja. Sie haben nochmal freundlich gefragt, ob ich dann auf Basis dieser Entscheidung meine Klage zurückziehen will. Weil jetzt ist doch alles klar, der Zwang ist doch klar. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, der Zwang ist klar, aber es ist unklar, ob ich gegen mein Gewissen gezwungen werden darf. Also es ist schon klar, dass ich mich dem Zwang unterordnen darf. Das ist gar keine Frage. Aber wenn der Zwang in mir eine Gewissensnot auslöst, was ist denn damit, bitteschön? Und da haben die dann auch nicht lange rumeiern wollen, haben gesagt, Mist, jetzt müssen wir dem offiziell die Revisionsabsage geben, dass wir die nicht zulassen. Das muss dann auch kurz begründet werden, warum sie die nicht zulassen. Und ab diesem Zeitpunkt kannst du den Instanzenweg abkürzen. Der ist im Prinzip zu Ende.
Also es gibt keine, also normalerweise geht es zum Oberverwaltungsgericht, vom Oberverwaltungsgericht zum Bundesverwaltungsgericht und danach ist der offizielle Instanzenweg zu Ende. Das wusste ich damals so in der Form auch nicht. Ich dachte, wenn man zum Bundesverfassungsgericht geht, dann ist das die letzte Instanz. Aus juristischer Sicht ist dem nicht so, sondern der Instanzenweg ist dann tatsächlich abgeschlossen und es obliegt an dir, ob du dann eine Verfassungsbeschwerde einreichst. Die musst du auch innerhalb kürzester Zeit machen und dank auch der Hilfe des Anwalts konnte ich das überhaupt in diese Form bringen, weil es ist ganz, also für jemand, der sich vielleicht damit auskennt, ich bin kein Jurist, wie muss die genaue Form sein, dass das überhaupt diesen Kriterien entspricht? Es ist ja so, das sagt ja auch immer das Bundesverfassungsgericht, du brauchst keinen Anwalt vom Bundesverfassungsgericht, brauchst du nicht, kann jeder, kann Verfassungsbeschwerde erheben. Es gibt auch einen kleinen Anleitungsfaden, wie du das machst. Wer daraus schlau wird, es richtig zu machen, Hut ab. Ja, also das ist dann den, sag ich mal, der Konformität entspricht, wirklich einer Verfassungsbeschwerde gerecht zu sein. Du darfst kein Blatt vergessen, keine Nummerierung, nichts. Also es muss einen ganz bestimmten Formcharakter haben. Wenn nur eine Seite fehlt in einem Anhang, kann das Ding abgeschmettert werden. Was hast du denn für den Eindruck, dass die dich jetzt am langen Arm verhungern lassen wollen, da mit diesem Verfahren, dass sie es immer weiter rausziehen, bis du selber irgendwann... Nee, das machen die, also ich würde sagen, das läuft relativ einfach ab. Also die wissen immer, wer Chef im Ring ist, so nenne ich das immer. Ja, also wer Chef im Ring ist, da haben die noch die Gewalt und die Hoheit darüber. Das sind aber für mich ja zwei Ebenen. Auf der Herzensebene bin ich natürlich meinem Gewissen folgend immer am Start. Aber das Gericht macht jetzt einfach Folgendes, das lerne ich ja auch daraus. Viele haben gesagt, du wirst jetzt, man muss dazu wissen, viele haben Verfassungsbeschwerde auch nach 2018 eingereicht oder nach dem Urteil auch eingereicht, weil sie andere Aspekte haben. Jetzt nicht diesen Steuerbeitrag-Aspekt, sondern andere Aspekte haben. Ein ganz, ganz großer Teil ist sofort abgelehnt worden. Da wird auch nicht beschrieben, warum, sondern du kriegst einfach nur ein Schreiben, spätestens so nach ein, zwei Monaten kriegst du so ein Schreiben, wo drin steht, nehmen wir nicht an. Du weißt nicht, warum sie es nicht annehmen. Ja? Da steht auch nicht drin, haben wir schon alles verhandelt. Das würde ja dir eine Hilfestellung geben, zu geben, okay, war irgendwie Fall oder hat eine Anlage gefehlt, weißt du alles nicht. Sondern es gibt einen Standardsatz, aus drei Sätzen besteht das Ding, und da wird erläutert, haben wir nicht angenommen. So, diese Schwelle habe ich aber überschritten. Ja, diese Schwelle habe ich überschritten. Dass, also normalerweise kann man davon ausgehen, dass nach drei Monaten irgendwie eine Absage kommt zu diesem Thema. Ich gehe auch davon aus, das hängt jetzt fast ein Jahr beim Bundesverfassungsgericht, meine Verfassungsbeschwerde. Ich gehe davon aus, dass sie da länger hängen wird. Also entweder werden noch mehr Verfassungsbeschwerden zur selben Thematik. Länger heißt 10 Jahre oder nur 3? Oder? Ich weiß es nicht. Also ich kann jedem ja nur die Empfehlung geben, beim Bundesverfassungsgericht selbst nachzuschauen. Da gibt es ja diese Statistik, wie lange hält ein Verfahren dort an. Ja, da gibt es so eine Chartübersicht, wie lange ist das. Und da gibt es tatsächlich welche, die über 5 Jahre sind und länger. Nun weiß man nicht, was heißt denn und länger. Für mich ist es eh so, ich bin auch eher so ein Typ, ich sehe das eher wie ein Marathon an. Ja, einfach, take a deep breath. Ja, also, Ausdauer. Genau, ja. Einfach, sag mal, ich sehe das tiefenentspannt, weil sie werden irgendeine Entscheidung treffen müssen. Selbst wenn sie sagen, sie nehmen es nicht an, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es lapidar mit einem Satz nur abtun, nehmen wir nicht an. Es kann sein, dass es eine sogenannte begründete Nichtannahmebeschluss ist. Ich kenne auch ganz wenige. Das ist etwas, was schon mal dabei hilft, zu verstehen, warum das Gericht der Meinung ist, dass diese Verfassungsbeschwerde keinen Bestand hat. Aber das ist eben auch ein gesellschaftlicher Zeitstempel. Deshalb eben das erklären, also dieses Zeitstempel? Also ich frage mich in diesem Kontext, habe mich auch sehr mit diesem ganzen Thema Grundgesetz auseinandergesetzt. Wie ist das entstanden? Wie viele Sitzungen hatten die da? Wer hat welchen Text gebracht? Wie ist es auch mit diesem Thema Gewissen gekommen? Wollte man das wirklich, also auch dieses ist ja ein offener gegenüber Religion. Gewissen ist auch nochmal ein anderer Kontext. Häufig wird immer erzählt, ja, deine Religions- oder deine Glaubensvorstellung, ja, die spielen keine Rolle. Gewissen ist nochmal ein ganz anderer Flugebenen-Kontext. Was ist jetzt das Gewissen und so weiter? Das ist auch viel komplexer vom Greifen her. Ja. Ist das an Religion angedockt? Ist es dein Wertemodell, was du in dir trägst? Ne? Also was definiert es? Da gibt es auch super Fachliteratur zu diesem Thema. Wie ist die juristische Einordnung dessen? Kann ich damit denn jetzt um die Ecke kommen, ja oder nein? Und das Spannende ist, dass in der Fachliteratur dazu, ich bin wie gesagt Jurist totaler Laie, ne? ist es aber so, dass dort beschrieben wird, dass der Gewissensaspekt eigentlich der Aspekt ist, der zur demokratischen Weiterentwicklung hilft. Weil da wird tatsächlich beschrieben in so einer Fachlektüre, was ist denn, wenn einer auf die Idee kommt, eine Sache in Frage zu stellen?
Und da dachte ich, hey, das ist genau das, was, was mir jetzt gerade persönlich, ja, so nach dem Motto, wie soll gesellschaftlicher Diskurs entstehen? Der entsteht ja nur dadurch, dass jemand vielleicht eine andere Perspektive auf einen Sachverhalt hat und vielleicht gegebenenfalls andere Menschen das dann auch so für sich annehmen. Ja? Ja, und nur dadurch sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Und deshalb ist es eigentlich ein, ich nenne es jetzt mal eine Art guter Katalysator oder Verstärker, das möglich zu machen. Das wird natürlich so nie thematisiert. Ja. Aber deshalb meine ich mit Zeitstempel, es ist dann spannend, was das Gericht verkünden wird dazu. Weil es für mich so eine Interpretation ist, so nach dem Motto, ich will das nicht vorwegnehmen. Sie werden sich ausdenken müssen, es irgendwie zu behandeln. Ja. Und nur das, allein dieses Wording, was Sie dafür benutzen, es wird gar nicht sein. Nehmen wir an, du würdest Recht bekommen und dir würde der Beitrag quasi, du musst ihn nicht mehr zahlen, aus Gewissensgründen, was das natürlich in der Konsequenz für Folgen hätte. Ja. Das ist denen ja bewusst. Ja. Du bist denen ja ein Stachel im Fleisch, ja, aber ein dicker Stachel natürlich, ja. Weil das ist das System, was du da quasi in Frage stellst an sich. Und ja, also ich glaube, dass, also wie gesagt, ich will das nicht vorwegnehmen. Da steckt ja extreme Komplexität drin. Also angenommen, sie würden Gewissenskonflikt zulassen. Nur mal jetzt von der theoretischen Modell her. Dann musst du dich ja fragen, wer entscheidet dann über den Gewissenskonflikt? Ja, also ähnlich wie bei der Kriegsdienstverweigerung. Das ist ein Komitee, wo du vortreten musst. Sind das jetzt Akteure vom Rundfunk? Ist ein Widerspruch. Ja, also stellst du jetzt deinen Befreiungsantrag beim Rundfunk, um zu sagen, sollen die jetzt darüber entscheiden, ob das, was der Betroffene vorträgt, einer Gewissensnot entspricht oder nicht? Also da steckt so viel, Thematisches auch drin, wo ich sage, ich glaube, die wissen, okay, das können wir jetzt nicht so einfach so abtun, sonst hätte ich schon einfach die Absage. Sonst, ich gehe stark davon aus, dass ich sonst eine Absage schon hätte, sondern sie werden wahrscheinlich auch einen Strategieplan haben, wie sie damit umgehen, weil ich weiß, dass parallel an unterschiedlichen Finanzierungsmodellen und Logiken gearbeitet wird und dass man dann einfach nur guckt, okay, zum passenden Zeitpunkt können wir das jetzt in irgendeiner Form committen, spielt dann vielleicht in dem Moment dann gar keine Relevanz mehr. Das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, ich will das nicht vorwegnehmen, sondern lasse das eher offen und bin freudig gespannt darauf, was dort als Formulierung tatsächlich kommen wird. Ich höre bei dir raus, dass es kein mir fehlt das deutsche Wort, Englisch, struggle, also kein Kampf ist, den du da führst. Also du bist jetzt nicht so, wenn der nächste Brief kommt, dass du dann erstmal in dein Höhlenloch zurückgehst, um Gottes Willen, sondern es ist eher so für dich so ein Hobby ist das falsche Wort, es ist eine Herausforderung, der du dich gestellt hast und dem du ganz offen gegenüberstehst. Genau. Ja, du kommst für mich ein total positiver Mensch rüber, der auch in seiner Mitte weilt und so. Ist dir eigentlich klar, was für einen großen Dienst du an der Gesellschaft tust, wenn das Ding wirklich durchgeht? Das ist für mich wirklich ganz schwer zu beantworten, diese Frage, weil ich das so in dem Aspekt nicht habe. Ja, aber das könnte eine Riesennummer sein, wenn du aus diesem Impetus heraus, aus dieser Motivation heraus, aus deinem eigenen Gewissen folgst, dass das irgendwann mal in den Geschichtsbüchern stehen könnte, was der Herr Kretschmann da gemacht hat. Ja, so. Das ist nicht deine Motivation, ich weiß. Ja. Und es ehrt dich auch, dass du dir das gar nicht draufnehmen musst. Aber wir reden hier von einer großen Sache, weißt du so. Also, wenn die Geschichtsbücher dann mal geschrieben werden in 100 Jahren, damals als der Kretschmann-Fall und so, die Kretschmann-Affäre. So. Ja, genau. Also ich freue mich sehr und das zeigt es mir ja auf. 2013, als ich diesen Weg begonnen habe, als das noch überhaupt nicht mit Gewissen, überhaupt ein Aspekt so in diesem Zusammenhang in die Spur gebracht worden ist, traute sich niemand, diesen Weg zu gehen. Heute weiß ich durch Erfahrung vieler anderer, dass Hunderttausende diesen Weg gehen. Sie wissen, dass das in Anführungsstrichen auf Systemlogik bezogen sinnlos ist, weil sie abgewiesen werden. Aber vor das Gericht zu treten, mit dem Richter zu sprechen, mit der Rundfunkanstalt und zum 100x-ten Mal schon wieder ein Gewissensfall. Das ist für mich, das ist für mich ein schönes Erlebnis, wenn viele Leute sind immer niedergeschlagen. Ja, meine Klage ist abgewiesen worden. Da sage ich, die Gesellschaftsstruktur ist noch, alles ist intakt. das muss so sein. Aber den Mut, den die Menschen dann aufbringen, diesen Weg, also das finde ich toll. Und das ist für mich ein Zeichen, dass ich merke es ja, wenn du Menschen fragst zum Thema Rundfunk, so nach dem Motto, sie können in irgendeiner Form es nicht verantworten oder finden das nicht gut, was der Rundfunk macht. Da sage ich, ich würde gerne mal mit Professor Mausfeld mal zum Beispiel sprechen, wo ich sage, mich würde interessieren, ob er auf Basis dieser Geschichte mit dem Schweigen der Lämmer und so weiter, was ist seine eigene Konsequenz? Ja? Also was ist, wenn ich hochintellektuell bin,
kann die ganze Systemstruktur auf eine bestimmte Perspektive heraus gut erfassen, was ist mein Handeln daraus. Okay, Ist es so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt die Strukturen erkannt, ich habe die Logiken erkannt, würde ich mich deshalb aus dem Fenster lehnen? Ja, würde ich sagen, ich frage mich, warum gibt es nicht eine Riesen, also es kann mir niemand vorstellen, es muss doch Haufen intellektueller Menschen da draußen geben, die sagen, das Rundfunksystem, wie es heute etabliert ist, geht nicht darum, gibt es öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja oder nein, sondern nur wie es heute etabliert ist mit den Mechanismen und all dem drum und dran, warum gibt es keine bekannten, in Anführungsstrichen, Professoren, Doktoren, die vielleicht auch medienaffin sind und das eloquent vortragen können. Ja? Warum gibt es keine Künstler, bekannte Mainstream-Künstler, die das vortragen? Weil sie genau wissen, wenn ich diese, wir merken es ja, ich merke das ja auch bei Rundfunkfrei in diesem Kontext, mit den Partnerschaften, weil sie genau wissen, wenn sie diesen Bereich betreten, dann wissen Sie, dass es Gesellschafts... Fallbeil. Das ist das Fallbeil. Es gibt doch den Namensvetter von dir, den Handballer. Der hat, ich glaube auch Kretschmann, Thomas Kretschmann, der hat in einer Talksendung oder in einem Interview gesagt, dass man heutzutage als Promi nicht mal mehr eine andere Meinung haben darf, weil sonst gibt es Klassenkeile. Mhm. Und er hat sich also gar nicht explizit zu irgendeinem Fall geäußert, sondern hat nur den Fakt an sich dargestellt und am nächsten Tag ist er wirklich durch die Medien gepeitscht worden, die ganzen Berufsempörten, Claudia Roth und so weiter. Hm? Wie kann man so etwas sagen? Ja. Also sie haben im Endeffekt genau das bestätigt, was er kritisiert hat. Ja, also das war fantastisch. Hm? Und ich glaube, wenn diese gesellschaftliche Ächtung nicht sofort einhergehen würde mit so einer Äußerung, würden viel mehr Menschen das wirklich machen. Es gibt einige Professoren, die jetzt dann im Ruhestand sind, wie Mausfeld oder Norbert Beul zum Beispiel, die ja wirklich medienkritisch einiges zu sagen haben. Das finde ich bemerkenswert. Aber du hast recht, warum gibt es nicht mehr? Gell? Warum gibt's und nicht auch, mehr, auch dieser konsequente Schritt, wenn ich das alles aufdecken kann. Also was für eine kognitive Leistung, sage ich immer. Mhm. Ja? Auch was für ein Dienst an der Gesellschaft, das Menschen nahezubringen. Und dann, was heißt das für mich selbst? Ja, was heißt das für mich selbst? Hinterfrage ich oder gehe ich dann wirklich, handle ich anders als vorher? Mhm. Oder handle ich genauso, wie ich vorher handle, nur mit dem Bewusstsein, das ist halt freaky. Das ist für mich immer so, ähnlich wie beim ZDF gibt es so eine Satire-Sendung, die politisches Kabarett, wie heißt die gleich? Kommen nicht. Heute auf, Show? Nicht Heute Show, sondern intellektuell höher gehoben. Die Anstalt. Die Anstalt. Genau, ja. Und da sage ich, die Anstalt weiß ganz genau, die Akteure, wie weit sie gehen dürfen. Sie haben ja mal einmal dieses Netzwerk von diesen ganzen transatlantischen Teilnehmern gezeigt, wer wo drin hängt. Ja. Und was haben sie rausgelassen? Welche Intendantin drin hängt. Okay. Ja? So, und, überleg mal warum. Gell? Ja, so, und da weiß ich, okay, die Schere ist auch da im Kopf. Ja, das kann mir niemand erzählen. Und es ist doch verrückt, wenn das Publikum auch darüber lacht, diese Erkenntnis zu haben, wird daraus anderes handeln? Mhm. Nee, es ist gut, die Leute damit zu unterhalten. Ja, ja. C.G. Jung hat da aber mal was gesagt, so nach Motto, Satire hat einen wichtigen Auftrag in der Gesellschaft, das auch aufzuzeigen, aber gleichzeitig ist es gefährlich, weil in dem Moment, wenn wir über so einen kritischen, problematischen Zusammenhang lachen, wird es in einem Bereich in unserem Gehirn verschachtelt, wo keine Gefahr draufsteht. Genau. Und das ist gefährlich, dass man sagt, ach, Stuttgart 21 B, das ist heutzutage kein Schenkelklopfen mehr wert. Ja. Und in Wirklichkeit ist es ein, jetzt profanes Beispiel, ist es himmelschreiend eigentlich. Ja. Also ich liebe die Anstalt auch, aber gleichzeitig so nicht zu viel drüber lachen, weil sonst geht der Ernst verloren, wie wichtig das Ganze ist. Ja, so. Aber du hast mir gerade einen Ball zugeworfen, so nach Motto, was passiert denn da mit uns? Was verändert sich mit uns? Jetzt gucken das jetzt 10, 100, 10 Millionen Menschen an, im Idealfall, natürlich. In drei Wochen haben es 10 Millionen gesehen. Und was können die Zuschauer denn dann da mitnehmen? Was kannst du jetzt einem aufgewachten, kritischen Geist mit an die Hand geben, der einen ähnlichen Weg gehen möchte wie du, der auch sagt, Moment, ich kaufe das einfach nicht mehr. Ich kann das nicht mehr mit mir verantworten. Hast du eine Art Handlungsfaden gestrickt? Wie kannst du den Leuten helfen? Also das begegnet mir ja sehr häufig. Mhm. Und das Erste, was mir begegnet, ist die Angst. Die Angst, anders zu handeln. Ja? Also diesen konformistischen Druck. Ja, genau. Allen ist sofort bewusst, okay, ich weiß, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, habe ich ein Problem. Yep. Und da gibt es auch wunderbare Zauberwörter wie Vollstreckung und dann wird das Auto weggenommen und du kommst in Haft und weiß ich was alles. Mhm. Ja? Und da sage ich, hallo, denk an deine kleine Software, die dir aufgespielt worden ist.
Du lässt gerade das Programm ablaufen, dass du genauso denken sollst und fühlen sollst, wie die Gesellschaft das von dir erwartet. Mhm. Du sollst Angst haben, ja? Du sollst also nicht den nächsten Schritt gehen. Auch Angst macht dich ja total eng in diesem Kontext. Sondern leg das mal zur Seite. Oder sei dir dankbar, dass du diese Angst deutlich erkennst. Aha, ich habe Angst. Ist das reale Angst? Ist das Angst vorm Tod? Nein, es ist keine Angst vorm Tod. Mhm. Ja, es ist auch kein Raubtier in der Nähe. Ja, es ist auch nicht so, ja, das sind aber nur jetzt von der Logik, sondern es ist eine künstlich erzeugte Angst in dir, die nur deswegen da ist, weil sie raufgespielt worden ist. Nicht, weil sie naturell da ist, sondern es ist wegen struktureller Gewalt. So, und dann sagst du, okay, das kann ich wahrnehmen, packe ich mal kurz zur Seite. Und dann frage ich mich, wenn ich schon diesen Erkenntnisprozess habe, zu sagen, ich möchte heute anfangen, anders zu handeln, als ich es vorher gemacht habe. Check einfach aus, wie viel Energie hast du? Weil es könnte sein, du hast Lebensbaustellen, um die du dich eigentlich kümmern musst. Du musst vielleicht deine Eltern pflegen, oder dich um dein Kind kümmern, oder Schwiegersohn ist krank, oder was auch immer. Da sage ich, kümmere dich um die Baustellen. Die sind wichtig. Das sind Lebensbaustellen. Ja? Da muss die Herzensenergie fließen. Und wenn du dann noch Freiraum hast, dann kannst du dich auch um dieses Thema kümmern und machst mit guter Energie. Und diese Empfehlung, also welche Schritte kannst du denn gehen? Auf Rundfunkfrei, das ist eine andere Plattform, die noch zeitgleich mit am Start ist, um den Menschen dabei zu verhelfen, auch dass es tatsächlich ein anderes öffentlich-rechtliches Rundfunksystem mal geben könnte oder ein anderes System geben könnte. Da zeigen wir drei Wege auf, was man machen kann. Das ist der für Einsteiger. Einfach anfangen, nicht selbstständig freiwillig zu zahlen. Ich weiß, dass es schon für viele ein großer Schritt ist. Mhm. Also was ist denn, wenn ich jetzt dieses lastische Verfahren, was automatisiert abläuft, erstmal kündigen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich überweise, es ist ein bewusster Schritt, den ich tue. Es ist ein Riesenunterschied. Ja. Ja. Und schreibe in diesen bewussten Schritt rein, wenn du sagst, ja, ich kann jetzt zum Beispiel nicht mit Säumniszuschlägen leben, oder dass mir die Rundfunkanstalt etwas Drohendes schreibt. Mach die Überweisung und schreib rein unter Zwang. Mhm. Einfach nur, dass energetisch das mitgegeben wird, was du innerlich in dir fühlst. Mhm. Ja? Mhm. Und dann kann es sein, dass du sagst, nee, ich bin jemand, ich kann mich anlegen mit dem System. Dann sag ich, jo, halt's aus. Und du wirst sehen, auch eine Vollstreckung. Was ist denn, ich finde ja das Schöne an den Worten, es ist so klar, Vollstrecker. Oder hoheitliche Abgabe. So lustig, Rundfunkbeitrag ist eine hoheitliche Abgabe. Also an den König. Und der hat Vollstrecker. Also, wo ich sage, deutlicher geht es ja eigentlich gar nicht, wie dieses Verhältnis auch zueinander steht. Wo ich sage, wenn du dir das zutraust, länger zu gehen, in die Vollstreckung zum Beispiel, dann geh bis und lass dich vollstrecken. Bei mir ist es knallhart, würde ich sagen, fast einzigartig in diesem Kontext. Also es wird vielleicht wenige vergleichbare Fälle geben. Bei mir ist es so, die Rundfunkanstalt, die sagt immer, das Geld steht mir zu. Selbst wenn du ein Klageverfahren hast, sagt sie, es ist eine hoheitliche Abgabe, das Geld steht mir zu. Ja? Mhm. Ohne jetzt juristisch da ins Detail einzugehen. So ist Systemsicht. Ja? Mhm. So, es ist Gnade der Rundfunkanstalt, dass sie dich nicht vollstreckt, wenn du ein Klageverfahren hast, weil sie sagt, okay, das ist jetzt ein Klageverfahren, das wollen wir erstmal zu Ende führen und dann machen wir das. Das habe ich auch höflich angefragt beim RBB, habe gesagt, hallo, habe ja hier so ein, könnten Sie mich nicht und so weiter, haben sie gesagt, nee, sie wissen aber schon, dass uns das Geld zusteht, aber in Ihrem Fall machen wir. Lass mal zu. So, mein Fall ist ja dann am Oberverwaltungsgericht gescheitert, weil die gesagt haben, wir lassen das nicht zu. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später erhalte ich ein Schreiben, wir vollstrecken Sie jetzt. So, und da habe ich dann erst verstanden, ach, mein Instanzenweg ist damit zu Ende. Ja, also, wie gesagt, neue Erkenntnis, die ich gelernt habe. Mhm. Mein Verfassungsrechtler hat gesagt, na, ist doch klar, wusste ich noch nicht. Also insofern, dann schreibe ich die Rundfunkanstalt an und sage, hallo, ich habe hier eine weit über 100-seitige Verfassungsbeschwerde vorliegen, mit Haufen Anlagen und alles Details mit dazu, ist eingereicht. Hier kriegen Sie eine Kopie davon, alles ist da. Bitte tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie erst mal abwarten, was die Verfassungs... Interessiert uns nicht, wir vollstrecken Sie. Ja? Mhm. Und bei mir auch, deshalb sage ich, wegen Angst nehmen. Bei mir kam sie jetzt auch mit Vollstreckung um die Ecke. Ja? So nach dem Motto, da habe ich zurückgeschrieben, habe den Finanzsenator, in Berlin läuft das über das Finanzamt, auch sehr kurios, habe den Finanzsenator geschrieben, habe gesagt, hallo, lieber Finanzsenator, ich weiß, du hast wahrscheinlich 1000 Fälle, kriegst du jeden Tag, aber nur kurz mal als Hinweis, ich habe wirklich eine Gewissensnot, diese Abgabe zu entrichten. Und du hast die Macht, dieses Vollstreckungsersuchen wieder zurück an die Rundfunkanstalt zu geben, in diesem Fall. Was machen die? Auch sehr kurios. Sind ein bisschen verwirrt. Ja? So ein bisschen, was ist denn jetzt hier? Ja? Was ist denn jetzt hier? Und also das sage ich, Milgram-Experiment. Ja. Was macht der RBB? Was macht das Finanzamt? Es rückversichert sich beim RBB, ob die Vollstreckung okay ist.
Und der RBB sagt, na klar, logisch. Es ist okay. Ja. Und daraufhin bekomme ich eine Antwort von denen wieder. Hallo, das ist natürlich okay, dass die Vollstreckung hier stattfindet. Und wenn Sie jetzt nicht sofort zahlen, dann werden wir Sie vollstrecken. Habe auch eine Kontopfändung, also habe das volle Programm. Ja. Und da sagen immer die Leute, ja, wie schrecklich ist denn das? Und das sage ich, nee, lass sie doch nicht. Die wollen doch, dass du dich niedergeschlagen fühlst. Ja. Verstehst du? Die wollen doch, dass du das Gefühl in dir trägst, ach nee, macht alles keinen Sinn. Nee, dranbleiben, weitermachen. Ja? Wo ich sage, ob sie das Geld kriegen oder nicht kriegen, ist doch völlig sekundär. Mhm. Ja? Es geht darum, deinem Herzen zu folgen und das machst du so gut und so konsequent, wie du es machen kannst. Du bist mir ein großes Beispiel geworden. Also wirklich, ich sehe da eine Fackel der Freiheit so vor mir leuchten, mehr oder weniger in meinem täglichen Kampf mit dem System, wo ich mir auch manchmal denke, wieso tue ich mir das eigentlich an? Ja, wieso fahre ich jedes Mal nach Leipzig und all diese Geschichten, die wir da machen? Nee, also ich danke dir sehr für dein Engagement und ich würde mir sehr wünschen, dass in den Geschichtsbüchern irgendwann mal die Kretschmann-Affäre drinsteht, wo das System dann einen maßgeblichen anderen Weg eingeschlagen hat. Zu mehr Verantwortung, zu mehr ja, Ganzheitlichkeit einfach. Ja. Vielleicht steht da drauf und hüllt den Stein. Das Wortspiel sei mir an dieser Stelle hier erlaubt. Ja, und gerne. Alles Gute für dich weiterhin. Wir werden es bestimmt mitkriegen, was da passiert. Vor allem dein Organigramm, das wird sich ja weiter füllen, habe ich das Gefühl. Gell? Dankeschön, Robert. Ja, alles Gute für dich, Olaf. Gell? Viel Glück. Und liebe Zuschauer, die Seite heißt rundfunkbeitragswiderstand.de oder rundfunkfrei. Da könnt ihr euch auch nochmal informieren, wie es denn im konkreten Fall ausschaut, was euch erwartet, wenn ihr diesen Weg gehen wollt. Geht eurem Herzen nach, geht eurem Gewissen nach. Und ich glaube, es ist ein Weg, wenn den viele gehen würden, würde sich einiges tun. Wir werden sehen. Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Interesse. Alles Gute für euch weiterhin. Schaut wieder vorbei bei uns bei Nuviso. Und ich sage Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal.